Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2019. Wir machen heute weiter mit dem Qualifikationstraining zum großen Preis der USA. Ja, steht heute irgendwie wieder an. Ein bisschen Formel 1 auf jeden Fall auf meinem Kanal heute, so ein bisschen, ja. Ja, Qualifying. Und weiter geht's mit der F1 2019 Rennstation Nummer 19. Wir sind in Austin und Texas zu Gast. Und das ist der kleine Teaser hier zum Qualifikationstraining. Los geht's. Zeit für den Start des Qualifyings in den USA. Willkommen auf dem Circuit of the Americas in Austin. Die Vorbereitung der Teams auf das heutige Qualifying laufen derzeit garantiert auf Hochtouren. In den vorherigen Trainingssessions gab es einige beeindruckende Zeiten. Stefan Römer, glaubst du, dass wir auch heute solch ein hohes Niveau erleben? Das will ich doch hoffen. Die Konkurrenz hier ist äußerst stark. Und ich denke, wir werden heute extrem kurze Abstände erleben. Beim Training geht es nicht nur um die schnellsten Rundenzeiten. Es geht ums Optimieren und um das Überprüfen von Entscheidungen. Kleine Fehler sind ja keine große Sache. Im Qualifying ändert sich das. Dort muss man die perfekte Runde fahren, sonst spürt man die Konsequenzen. Glaub mir, das erhöht den Druck gewaltig. Genau so ist es. So, ich schau mal, wie mein aktueller Motor aussieht überhaupt. Weil der bei 54% ist. Dann nehme ich die mal raus. Und packe mir den zweiten Motor wieder rein. Oh, das wird lustig. Jetzt 14 Minuten warten. Hätte ich aber nicht gemacht. Ja, super. Okay. Okay. Ja, super. Da wird jetzt natürlich das ganze das Ding warten. Wir müssen jetzt eine. Wir müssen jetzt. Ja, da dürfen wir die nächste Zeit zusehen und mit einem Versuch versuchen, da durchzumogeln irgendwie. Aber auf Soft sind wir schnell. Wir schauen mal Herr Magnussen zu. Ja, wie gesagt, wir müssen zugucken. Es sind 10,5 Minuten jetzt noch, ne? Wegen dem Motorwechsel. Thank you.
so, wir gucken mal, was die aktuellen Zwischenstände machen. Und da nur Hamilton und Weber mit den Zeiten, weil die auch relativ knapp sind, ne? Das ist nur eine gute halbe Sekunde, aber ein bisschen. Zwischen 36 irgendwas. Oh, das wird schwer werden. Na gut, ich weiß nicht, 35. Müssen wir gucken. Müssen wir gleich gucken. Und da fährt Magnussen gegen einen Haas und der Haas ist Grosjean, glaube ich, oder? Ne, es ist, könnte es toll sein. Ne, ist toll, es ist tatsächlich. Ja, die beiden ehemaligen. Haben wir während der Saison die Teams getauscht, nach dem Frankreich Grand Prix. Oh, wir haben noch 9 Minuten. So, Magnus lässt seinen Tor da vorbei. So, momentan inzwischen Zeiten gar nicht. Wir sind momentan überhaupt nicht, noch nicht auf der Strecke. Wir dürfen noch nicht wieder. Wir haben doch 8,5 Minuten, liebe Leute. 6 Minuten habe ich euch schon weg. Oder 5,5 Minuten habe ich euch schon weggequatscht. Wir müssen, wie gesagt, immer noch warten, warten, warten. Ob wir überhaupt noch fahren können heute. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. There's a lot of teams out on track. Track is looking congested. So, 7 Minuten noch. Wir müssen auf jeden Fall noch liefern. 35,360 ist eine Zeit, die wir knacken müssen. Und das sind wir dafür im ersten Versuch. Und zwar deutlich, weil der zweite Versuch wird wahrscheinlich immer noch nur mal schneller werden gegen Hamilton. Ja, ich muss ja den zweiten Motor einbauen, damit wir ein bisschen schonen können. Wir haben noch dann irgendwie 3 Minuten. Also wir müssen auf jeden Fall noch mal zusehen. Gut, okay. Lando Norris, die fahren wahrscheinlich jetzt alle in die Box. Es geht doch nochmal auf die Runde. Der momentan auf Platz 15 liegt. Ja, platziert, also 15, da ist die Wärmeplatzierung. Auf 13 sind wir momentan. Und wir dürfen in 5 Minuten noch eingreifen. Also, wie gesagt, wir müssen wirklich bis zum letzten Moment warten. Wir müssen unbedingt nochmal auf die Strecke. Ja, komm, wir gehen auf die.
Wir fahren auf die Strecke, wenn ich ehrlich bin, weil jetzt das ist jetzt unnötig, da noch 4 Minuten zu warten, dann fahren wir halt auf die Strecke. Wir haben letztes Mal, glaube ich, auch die Folge Nummer 11 Minuten gehabt oder 12 Minuten gehabt. So, Hauptsache irgendwie nochmal eine Zeit setzen. Den zweiten Versuch werden wir nicht mehr hinkriegen. Wir müssen es also tatsächlich mit dem ersten Versuch richten. Zwei Minuten haben wir noch. Also wie gesagt, zwei Versuche kriegen wir hin. Mit dem Satz. Aber wir müssen es versuchen, im ersten Versuch zu richten. So, let's go. Wir haben nur diesen einen Versuch. Gucken wir die erste Zwischenzeit jetzt gleich hier, ob es reicht, an Hamilton ranzukommen. Jawohl, erster Sektor. Violett. Wobei Hamilton, glaube ich, auch auf einer Runde sein wird. So, mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Sektor 2 müssen wir jetzt gleich mal schauen. Minimal, aber wir sind vorne. Ich glaube, wir haben es tatsächlich mit dem Sektor verkackt hier gerade. Wobei tatsächlich im Sektor 3 noch mal ein bisschen rauszuholen ist. Nein, es reicht nicht. Es reicht nicht. Es reicht nicht für die Pole. Hamilton für holt das Ding, oder? Kriegen wir es nochmal ein bisschen was gezogen. Momentan sieht's gut aus. Geil, ich hätte es geschafft, aber dann hat er mir die Runde übernommen. Ich wollte mich noch mal zurücksetzen. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Scheiße, ich wollte noch mal eine Rückblende setzen, damit ich die Runde noch mal in die letzte Kurve setzen kann. Aber mit dem hätte ich es geschafft. Scheiße, Mann, ich hätte es geschafft. Ich hätte mir die Pole noch geholt mit der Runde. Die zweite Runde war stark.
Ja, dann müssen wir tatsächlich nochmal im Rennen zaubern. Die Pole ist weg. Wir müssen uns auf jeden Fall zaubern, wir auch was schaffen. Sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin oder auf Wiedersehen bei Let's Play F1 2019.